Wenn Sie übrigens etwas kommentieren wollen, wir nehmen Ihre Fragen gerne auf und besprechen die nachher zusammen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich einmal mehr, hier in Luzern an den Trendtagen teilzunehmen. Ich darf Sie beruhigen, ich werde nicht über Via Secura sprechen. Mein Titel ist Qualitätsstrategie Stau an der Kreuzung. Ich habe auch keine Ambitionen, das Departement oder das Bundesamt zu wechseln. Ich glaube, beim Bundesamt für Verkehr liegen momentan auch Probleme vor, die ich lieber nicht lösen möchte. Mich fasziniert unsere Welt, die Gesundheitswelt, immer noch mehr. Die Schweiz hat eines der freiheitlichsten Gesundheitssysteme der Welt. Ein System, das mit wenig zentraler Steuerung oder Neudeutsch Governance auskommt, im Gegensatz zu dem, was immer behauptet wird. Die OECD stellte 2006 fest, dass die Verantwortung für die Qualität der medizinischen Leistungen in der Schweiz erstens traditionell der Selbstregulierung überlassen wird, zweitens dies mit begrenzter Öffentlichkeit geschieht und drittens dabei kaum Mechanismen zur Prüfung der Versorgungsqualität existieren. Diese Feststellungen dürften libertäre Geister erfreuen. Ein Kompliment im Sinne einer hohen Qualität waren sie aber gewiss nicht. Es ist so, ein solches selbstregulierendes System kann nur dann funktionieren, wenn die Partner der Selbstregulation ihre Verantwortung tatsächlich übernehmen. Dies war bisher nicht der Fall. An der Kreuzung zur Umsetzung einer schweizerischen Qualitätsstrategie in der Medizin stecken wir immer noch im Stau. Gesundheitspolitik, Spitalpolitik, Tarifpolitik, aber auch Ideologie und Partikularinteressen versperren einander den Weg. Es wird immer schwieriger, Konsenslösungen zu finden. Der gemeinsame Nenner strebt leider zum Status quo. Lassen Sie mich kurz einen Blick auf die Ausgangslage werfen. Das KVG fordert eine systematische Qualitätssicherung auf der Basis von Qualitätsverträgen zwischen den Tarifpartnern. Dies ist der Fall seit 1998. Wir könnten somit dieses Jahr 20 Jahre Qualitätssicherung feiern. Haben wir Grund zum Feiern? Leider nicht. Die Tarifpartner haben während 20 Jahren keinen wirksamen Qualitätsvertrag im ambulant-ärztlichen Bereich abgeschlossen. Wie steht es mit den Spitälern? Hier haben die Tarifpartner und die Kantone nach mehrjährigem Hin und Her immerhin eine Verpflichtung zu Qualitätsmessungen vereinbart. Diese wurden auch Schritt für Schritt durch den ANQ in Auftrag gegeben und publiziert. Gibt es Grund zum Feiern? Ich glaube, ja, eine kleine Feier, aber immerhin. Der ANQ leistet gute Arbeit und doch darf die Frage gestellt werden, ob es die Tarifpartner geschafft haben, gestützt auf die Ergebnisse der ANQ-Erhebungen einen systematischen, strukturierten und schweizweit verbindlichen Verbesserungsprozess in Gang zu bringen. Auch dies ist leider nicht der Fall. Erprobte Instrumente dazu existieren. H+ hat zusammen mit verschiedenen Partnern die Peer Reviews der deutschen Initiative Qualitätsmedizin auf Schweizer Verhältnisse adaptiert. Ich bin den Vortragenden, Frau Kaplan und Herrn Ufer, dankbar, dass sie das System erklärt haben. Datenbasis dieser Peer Reviews sind die vom BAG jährlich publizierten, früher oft verschmähten Mortalitätsraten. Heute erkennt man deren Nutzen. Man verwendet sie als Grundlage für strukturierte Verbesserungsprozesse. Woran fehlt es nun? Die Teilnahme an den Peer Reviews ist für die Schweizer Spitäler nicht wie in der deutschen Initiative Qualitätsmedizin verbindlich, sondern freiwillig. Das ist die Krux. Der Verbesserungsprozess wird damit den wenigen Champions überlassen, die immerhin jedes Jahr mehr werden, die sich schon seit langem der Qualität verpflichtet haben. In diesem Zusammenhang möchte ich unterstrichen haben, dass es sie auch in der Schweiz gibt, die mutigen Pioniere der Qualitätssicherung. Ich denke da ganz besonders an die Stiftung für Patientensicherheit, die seit über 10 Jahren mit zahlreichen Programmen und Publikationen eine großartige Arbeit leistet auf diesem Gebiet.
Ihr und anderen Organisationen auf diesem Feld sei an dieser Stelle im Namen der Patienten und Patientinnen ausdrücklich für Ihr Engagement gedankt. Was aber ist die Stoßrichtung des Krankenversicherungsgesetzes? Der Gesetzgeber wollte mehr, als das wir heute haben. Das KVG will, wie eingangs bemerkt, flächendeckende, vertraglich verbindliche Maßnahmen der Qualitätsverbesserung. Von einem solch breit gefassten Konzept sind wir in der Umsetzung leider noch weit entfernt, auch im Spitalbereich. Also besteht nur beschränkt Grund zum Feiern. Was sind die Alternativen? Was könnte den Verkehrsfluss beschleunigen? Werfen wir einen Blick auf unseren Nachbarn Österreich. Dort hat die Bundesregierung zusammen mit den Ländern die Peer Reviews als verbindlich erklärt. Die Lenkung des Prozesses obliegt einer Steuerungskommission, in der das Bundesministerium, die Länder und die Sozialversicherer vertreten sind. Spitäler mit auffälliger Mortalitätszahlen werden verpflichtet, eine Analyse durchzuführen. Es wird dann ein Maßnahmenplan beschlossen und umgesetzt. Dies ist das Governance-Modell in Österreich. Es stellt sich für uns in der Schweiz somit folgende Frage. Können sich die Akteure und Politik zu einer griffigen Konsenslösung durchringen oder müssen zunehmend Bund und Kantone regulativ eingreifen, um einen wirksamen Verbesserungsprozess anzustoßen? Wir hoffen weiterhin, dass wir eine Lösung finden, welche sicherstellt, dass wir einen strukturierten, verbindlichen Prozess zur Verbesserung von Patientensicherheit und Qualität installieren können. Doch einfach ist diese Sache nicht. Der Handlungsbedarf selbst wird immer wieder angezweifelt. Wir haben zwar immer noch keine gesamtschweizerische Studie, die das Ausmaß der kritischen Zwischenfälle belegt. Viele Länder haben solche Studien längst publiziert und sie folgern zumeist, dass mindestens 10% der Patientinnen und Patienten im Spital einen schädigenden medizinischen Zwischenfall erleben und dass rund die Hälfte davon vermeidbar wäre. Ein Spital in der Romandie hat vor einigen Jahren eine entsprechende Studie durchgeführt. Die Ergebnisse wurden letztes Jahr publiziert. Das Fazit lässt aufhorchen, gut 12% der Patientinnen und Patienten erlitten einen oder mehrere medizinische Zwischenfälle, und beinahe die Hälfte dieser Zwischenfälle wäre vermeidbar gewesen. Die Schweizer Analyse bestätigt also die Resultate ausländischer Studien. Zum Gesetzgebungsprozess. Gestützt auf eine Motion des Parlaments hat der Bundesrat 2009 eine Qualitätsstrategie verabschiedet und 2011 Prioritäten festgelegt. Mit einem klaren parlamentarischen Auftrag versehen hat der Bundesrat 2014 die Idee eines nationalen Zentrums für Qualität in die Vernehmlassung gegeben. Man konnte nun davon ausgehen, kreuzungsfrei auf dem Weg zum Ziel zu sein. Leider kam es anders. Die Leidensgeschichte der Gesetzesvorlage Qualität und Wirtschaftlichkeit fing damit erst an. Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass das vom Parlament gewünschte Institut bzw. Zentrum von den Stakeholdern nicht erwünscht war. Aus Angst, aus Aversion vor zu viel Bürokratie, zu viel Regulierung, zu viel zentralstaatliche Einmischung. Der Bundesrat hat in der Folge nach einer etwas politisch geschmeidigeren Lösung gesucht und im Parlament 2015 in seiner Botschaft die Schaffung eines nationalen Netzwerks Qualität vorgeschlagen. Doch auch diese Variante fand in der ständerätlichen Kommission und im Ständerat selbst keine Gnade. Letzterer quittierte apodiktisch mit Nicht-Eintreten. Nach dem Stau bei den Tarifpartnern herrschte nun also auch Stau im Gesetzgebungsprozess. Blieb nur noch die Hoffnung, dass der Nationalrat bzw. seine Kommission den Stau auflösen könnte. Glücklicherweise erkannte die Gesundheitskommission des Nationalrates den Ernst der Lage und so stehen wir heute nach
einem weiteren Jahr, in dem nicht viel gelaufen ist, mit einem von der Nationalratskommission bei der Verwaltung in Auftrag gegebenen und angepassten Gesetzestext an einer entscheidenden Wegkreuzung. Und es freut mich ganz besonders, hier und heute feststellen zu dürfen, dass die Gesundheitskommission des Nationalrates am vergangenen Freitag ohne Gegenstimme beantragt hat, dass der Bundesrat zur Realisierung seiner Qualitätsziele eine eidgenössische Qualitätskommission einsetzen soll. Darin sollen Kantone, Leistungserbringer, die Versicherer, die Versicherten und weitere Fachleute Einsitz nehmen. Diese Qualitätskommission soll Behörden, Leistungserbringer und Versicherer beraten. Weiter kann sie unter anderem Dritte beauftragen, Qualitätsindikatoren zu entwickeln. Schließlich sollen auch Sanktionen vorgesehen werden bei Verletzung von Qualitätsanforderungen durch Leistungserbringer. Dies ist der Stand der Vorlage heute. Wenn nicht unerwartet neue oder verzögerungstaktische Begehren auftauchen, sollte die Kommission an einer ihrer nächsten Sitzungen die Vorlage zuhanden ihres Plenums verabschieden können. Das wäre dann die Geschichte im Nationalrat. Es folgt dann die Kommission des Ständerates und der Ständerat, der ja, wie ich das eingangs gesagt habe, sehr skeptisch war zu dieser Vorlage, wie sie damals vorlag. Da stehen wir nun vor einem Silberstreifen am Horizont nach Ablehnung eines Qualitätszentrums, eines Qualitätsinstituts und eines Netzwerks soll es zusammen mit dem Bundesrat eine außerparlamentarische Kommission richten und den Anstoß geben für eine effizientere Qualitätspolitik im Gesundheitswesen. Die Sache ist meines Erachtens dringend. Wir müssen uns nämlich im Klaren sein, die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistungen wird immer ein Thema bleiben und in Zukunft vielleicht noch wichtiger werden. Gerade im Zusammenhang mit den zukünftigen Vorschlägen des Bundesrates zur Kostendämpfung in der obligatorischen Krankenversicherung. Kritiker dieser Maßnahmen stellen sie denn auch diese Maßnahmen gerne dar als eine Gefahr für die Qualität der Medizin und zetteln damit eine falsche Debatte an. Denn es geht im Gesundheitswesen um beides, im KVG seit jeher angelegten Ziele, um medizinische Leistungen zu zumutbaren Kosten einerseits und um bestmögliche Qualität dieser Leistungen andererseits. Beides gehört zusammen, beides zusammen ist letztlich smarte Medizin. Meine Damen und Herren, wir sind alle potenziell betroffen und dürfen einen Anspruch haben auf Verbesserungen bei der Sicherheit und Qualität in der Medizin. Wir alle sind für die Entwirrung des Staus verantwortlich. Filibusterstrategien haben hier keinen Platz. Mein Fazit ist deshalb folgender: Ob Stau an der Kreuzung oder Stau im Kreisel, ob politischer Rechts- oder Linksvortritt gilt, die kommenden Reformen, sei es bei der Qualität oder bei den Kosten, müssen dringend in Fahrt kommen, sowohl für die Patienten als auch für die Prämienzahler. Was sonst droht, sind extreme Initiativen, Volksinitiativen, mit dem Risiko unbeliebsamer Überraschungen. Wir haben das auch schon erlebt auf anderen politischen Feldern. Es liegt uns allen daran, oder sollte uns allen daran liegen, dies zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stobler. Bleiben Sie noch einen Moment, bitte. Es gab natürlich Fragen, gerade auch zu dieser eidgenössischen Qualitätskommission, die Sie als Silberstreifen am Horizont bezeichnet haben. Wie unabhängig ist die und wie viel Biss hat die? Das wird sich weisen müssen. Wir haben diese Vorgabe des Parlaments oder zumindest im jetzigen Zustand einer Kommission. Diese Kommission wird keine einfache Aufgabe haben, wo alle versammelt sind mit unterschiedlichen Interessen, wird es nicht einfach sein, etwas herauszukristallisieren. Es ist nicht
der ursprüngliche Vorschlag des Bundesrates. Ich weiß auch nicht, ob diese Kommission zum Ziel führen wird. Was uns wichtig ist, dass endlich diese ganze Diskussion zu langsam einem Ende entgegengeht. Ich schließe gleich an mit einer zweiten Frage. Transparenz, das Stichwort. Sie haben Österreich als Vorbild genannt, auch für die Schweiz. Und jemand sagt, in Österreich würde die Qualitätssicherung, wird hier gesagt, hinter verschlossenen Türen stattfinden. Sei also intransparent. Auch wenn wir hier eine Kommission haben, droht das dann vielleicht nicht auch? Da wird hinter verschlossener Türe irgendetwas gemauschelt. Ich glaube nicht, dass das gemauschelt wird. Irgendwann, es gibt Beratungen und es wird Vorschläge geben zu einer Verbesserung der Qualität. Das kann sich in Richtlinien äußern, das kann sich in Programmen äußern. Meines Erachtens, das, was am meisten bringt, sind die Bestimmung von Programmen, wie das beispielsweise die Stiftung für Patientensicherheit tut. Wir haben ein ausgezeichnetes Projekt gehabt, zusammen mit der Stiftung Sicherheit in der Chirurgie. Dort haben wir am Schluss eine von allen maßgebenden Stakeholdern unterschriebene Charta mit Vorschlägen, wie in einem Operationssaal vorzugehen ist. Mag vielleicht jetzt etwas abstrakt klingen. Ich war kürzlich in einem Spital in einer Randregion und dort habe ich überall an den Wänden Resultate oder solche Produkte der Stiftung Patientensicherheit gesehen. Das hat eine Breitenwirkung bis in die Operationssäle hinein. Ich glaube, dass wir in diese Richtung gehen sollten. Gut. Noch eine Frage. Sie haben erzählt, was man beim Bund alles macht in Sachen Qualität. Vermisst vielleicht hat man das Health Technology Assessment. Der Bund macht ja auch so etwas wie das Swiss Medical Board macht, das von den Kantonen her initiiert wurde. Warum arbeitet man da nicht zusammen? Und dann kommen mal die Resultate vom Bund. Wir arbeiten zusammen. Sie haben das Resultat gesehen. Es ist schon relativ von der Umfrage, die Sie vor der Pause gemacht haben. Es ist relativ schwierig, die Inhalte eines solchen Health Technology Assessments zu beschreiben. Wir arbeiten zusammen mit dem Swiss Medical Board. Die Krux an dieser ganzen Zusammenarbeit ist, dass unterschiedliche Vorstellungen herrschen. Wir sind gebunden an unsere Vorgänge des Health Technology Assessment. Wir haben vom Bundesrat Geld erhalten für Überprüfungen, die wir jährlich durchführen werden, 3 bis 4 bis 6 solche Health Technology Assessments. Wir sind angewiesen auf das Swiss Medical Board. Nur bestehen unterschiedliche Ansichten mit Bezug auf das Appraisal. Wir gehen davon aus, dass das Appraisal durch die Kommission, durch vom Bundesrat eingesetzte Kommissionen vorgenommen werden sollten. Und das Swiss Medical Board hat selber ein Appraisal im Sinn. Ich glaube, dass wir in den Diskussionen im vergangenen Jahr einander näher gekommen sind und das Swiss Medical Board wird solche Health Technology Assessments für uns durchführen können. Gut. Herzlichen Dank, Herr Strobler. Merci. Dann. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Kommentar.